Rumpelstilzchen nach dem Märchen der Brüder Grimm. Es war einmal ein Müller, der brüstete sich gern vor anderen Leuten, doch einmal ging er zu weit mit seiner Angeberei. Eines Tages ritt der König mit seinen Jägern an der Mühle vorbei, die Müllerstochter saß vor der Tür an ihrem Spinnrad. Dem König entging nicht, wie schön sie war, und er begann ein Gespräch mit ihr. Da kam ihr Vater hinzu und fing an, dem König zu erzählen, was für eine fabelhafte Tochter er hatte. »Eure Majestät, sie kann sogar Stroh zu Gold spinnen«, verkündete der Müller. Natürlich konnte das arme Mädchen nichts dergleichen, doch der König hielt sie für die perfekte Lösung, um seine ziemlich leere Schatzkammer aufzufüllen. Er nahm die Müllerstochter mit in seinen Palast und ließ sie in eine Kammer voll Stroh sperren, dass sie bis zum nächsten Morgen zu Gold spinnen sollte. Andernfalls würde es ihr schlecht ergehen. Kaum war er fort, fing sie an zu weinen, denn sie wusste nicht, wie sie das schaffen sollte. Da hörte sie eine dünne Stimme. »Hör auf zu weinen! Du machst das Stroh ganz nass! Wie soll ich es dann in Gold verwandeln?« Vor ihr stand ein komischer kleiner Mann. Er hatte einen winzigen Körper mit langen, dünnen Beinen und riesengroßen Füßen. Seine Kleider hatten schon bessere Tage gesehen und auf dem Kopf trug er einen großen, schäbigen Hut. »Wenn du mir deine Halskette gibst, helfe ich dir«, sagte er. Die Müllerstochter gab dem kleinen Mann die Kette und er setzte sich sogleich hinter das Spinnrad. Das Spinnrad drehte sich so schnell, dass es nur noch verschwommen zu sehen war. Der Strohhaufen wurde immer kleiner und als die Sonne aufging, war alles zu Gold gesponnen. Der kleine Mann war genauso plötzlich verschwunden, wie er aufgetaucht war. Der König war hocherfreut über den großen Goldberg und bat die Müllerstochter, ihn zu heiraten. Sie traute sich nicht zu antworten, doch der König verstand ihr Schweigen als ein Ja. Sie vermählten sich noch am selben Tag. Eine Zeit lang war alles gut. Doch als die Schatzkammer wieder leer war, wurde das arme Mädchen, das jetzt Königin war, wieder mit einem Haufen Stroh in das Zimmer gesperrt. Als die Königin weinte, erschien erneut der kleine Mann. Die Königin bat ihm um Hilfe und bot ihm Juwelen für seine Dienste an. Doch der kleine Mann interessierte sich nicht für Edelsteine. »Du musst mir versprechen, dass du mir dein erstes Kind gibst«, flüsterte er. In ihrer Verzweiflung versprach sie es und das Männchen machte sich an die Arbeit. Ein großer Haufen Gold türmte sich neben dem Spinnrad auf und am nächsten Morgen war das gesamte Stroh zu Gold versponnen. Der König war zufrieden und für eine Weile war alles wieder gut. Dann bekam die Königin ihr erstes Kind und mit Schrecken erinnerte sie sich an das Versprechen, was sie dem kleinen Mann gegeben hatte. 7 Tage nach der Geburt erschien er neben dem Kinderbett und erinnerte die Königin an ihre Abmachung. Weinend sagte sie: »Ich will alles tun, aber lass mir mein Kind!« »Nun gut, damit das Weinen ein Ende hat«, sagte das Männchen, das von den Tränen der Königin schon ganz nass war. »Wenn es dir gelingt, in 3 Tagen meinen Namen zu erraten, kannst du das Kind behalten.« Dann verschwand es genauso plötzlich, wie es erschienen war. Am nächsten Morgen erschien der kleine Mann wieder neben dem Kinderbett.
Die Königin hatte Boten ausgesandt, die sich überall im Lande nach seinem Namen erkundigen sollten. »Heißt du Kaspar?« fragte sie. »Nein.« »Heißt du Melchior?« »Nein.« »Heißt du Balthasar?« »Nein.« Damit verschwand das Männchen wieder so schnell, wie es gekommen war. Die Königin schickte noch mehr Boten aus, bis in die Länder, die außerhalb des Königreichs lagen. Am nächsten Tag stand der kleine Mann wieder neben dem Kinderbett. »Heißt du Rippenbiest?« fragte sie. »Nein.« »Heißt du Hammelwade?« »Nein.« »Heißt du Schnürbein?« »Nein«, sagte der kleine Mann und verschwand mit einem boshaften Lachen. In der Nacht kehrten die Boten einer nach dem anderen zurück, aber niemand brachte Neuigkeiten. Die Königin wollte schon die Hoffnung aufgeben, da kam noch ein Nachzügler herein. Er war ganz außer Atem und berichtete ihr Folgendes. In einem tiefen, dunklen Wald hatte er ein seltsames kleines Männchen beobachtet, das um ein Feuer getanzt war und dabei dieses Lied gesungen hatte. »Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.« Als der kleine Mann am nächsten Tag wieder am Kinderbettchen erschien, tat die Königin erst so, als wüsste sie seinen Namen nicht. »Heißt du Kunz?« fragte sie. »Nein«, sagte er und nahm das Baby hoch. »Heißt du Hinz?« »Nein«, rief der kleine Mann und lief mit einem boshaften Grinsen im Gesicht und dem Kind auf dem Arm in Richtung Tür. »Oder heißt du etwa Rumpelstilzchen?« fragte die Königin. »Das hat dir der Teufel gesagt!« schrie das Männchen da und stampfte mit dem Fuß so fest auf, dass es durch den Fußboden brach und nie wieder gesehen wurde. Die Königin erzählte dem König später die ganze Geschichte, und er war so froh, dass seine Frau und sein Kind in Sicherheit waren, dass er sogar vergaß, böse auf den Müller zu sein, der ihm solch einen Unsinn erzählt hatte. Falls sich jetzt jemand gewundert hat, dass das Märchen ein bisschen anders ist, das ist in einem Buch für Kinder, in einer für Kinder aufbereiteten Version von 2011. Also nicht wundern, das ist nicht das Originalmärchen der Brüder Grimm. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.